Men are trash. Wir sind verletzlich und wären doch viel lieber stark. Für Anerkennung machen wir den größten Quark. Wären so gern Helden, doch der Weg ist meist zu weit. Und viel zu oft fällt uns nichts Besseres ein als Streit. Ein tiefer Blick in den Spiegel täte häufig gut, bevor wir nicht mehr wissen, wohin mit unserer Wut. Gewalt ist einfach scheiße, da gibt's nichts dran zu sägen. Wie viele Seelen sind vernarbt von harten Schlägen? Es steht wohl außer Frage, dass sich das schleunigst ändern muss. Doch ist das, was ich nun vortrage, wirklich der Weisheit letzter Schluss? Men are trash. Men are trash. Da kommt doch nichts als Patriarchengewäsch. Männer sind Saurier. Männer sind Shit. Bist du Schwert von KP oder kriegst du das endlich mal mit? Du willst nicht Teil des Problems sein, dann gib dir einen Tritt. Wir sind, so heißt es, unfassbar privilegiert. Völlig unverdient leben wir gänzlich ungeniert. Fallen wir durchs Raster vom Intellekt oder visuell? Wen kümmert schon? Ist ja nicht strukturell. Ein Mann soll auch mal weinen, sehr gerne jetzt und hier. Doch bitte nicht mit kurzen Beinen und am liebsten mit ner Dosis Alpha-Tier. Men are trash. Men are trash. Da kommt doch nichts als Patriarchengewäsch. Grob und gemein. Natürlich nicht alle, versteht sich ja wohl von allein. Du fühlst dich angesprochen, scheiß dich nicht so ein. Liebe besser Menschen, was sagt ihr euren Söhnen? Sollen die sich per Geburt als Straftäter wähnen? Wenn du das machst, dann ist Mama sehr traurig. Sagt es dem Papa und er verhaut dich. Trägt nicht jeder von uns sein eigenes Gepäck? Aus Schmerz, Verletzung und manchmal auch Dreck. Männer Trash. Männer Trash. Diese Sicht führt doch nur zum nächsten Clash. Lasst uns reden. Mit Empathie. Fight and fire with fire. Das lief doch noch nie. Machen wir Schluss mit Sippenhaft und wir gehen.
hören wir Schluss mit Sippenhaft und wir gehen.